Der Mars ist von besonderem Interesse, weil wir glauben, dass es auf dem Mars in seiner frühen Phase Leben gegeben haben könnte. Es gibt flüssiges Wasser. Wir sehen heute noch die Spuren von flüssigem Wasser an der Oberfläche. Und dort, wo flüssiges Wasser ist, könnte auch Leben entstanden sein, so wie es ja auch auf der Erde der Fall war. Am 18. Februar wird der Rover im Jezero-Krater auf dem Mars landen. Und so eine Landung auf dem Mars ist eine extrem riskante Angelegenheit. Wir haben hier mehrere Faktoren, die das Ganze sehr, sehr spannend machen werden. Das eine ist, dass wir den Rover innerhalb von 7 Minuten von 20.000 Stundenkilometern auf Null runterbremsen müssen. Und das andere, was extrem riskant ist, ist, dass das Ganze vollautomatisch passieren muss, vollautonom. Das liegt daran, dass die Signallaufzeit zwischen Mars und Erde ungefähr 11 Minuten betragen wird an dem Tag. Und die Landedauer ist nur 7 Minuten. Das heißt, wenn wir das Signal bekommen, dass der Rover hier in die Atmosphäre eintritt, dann ist er eigentlich in Realität schon auf dem Mars gelandet. Der Rover wird in die Atmosphäre eintreten und während der ersten Phase der Landung wird das Abbremsen nur durch Reibung an der Atmosphäre passieren. Das bedeutet auch, dass eine enorme Hitze entstehen wird. An der Spitze des Hitzeschilds hier, durch den der Rover geschützt ist, werden wir ungefähr 1300 Grad Celsius erreichen. Die Abbremsung durch die Atmosphäre hier reicht aber nicht aus, um ihn genug abzubremsen. Deswegen wird ab einem bestimmten Zeitpunkt, und der Rover wird diesen Zeitpunkt selber bestimmen durch einen Range-Trigger, wird ein Überschallfallschirm ausgelöst. Kurz nach dem Auslösen des Überschallfallschirms wird auch der Hitzeschild abgeworfen. Und das ist dann die erste Position, ab der der Rover sozusagen freies Sichtfeld nach unten hat. Und er kann dann zwei Instrumente nutzen, um seine Position und seine Höhe selbst zu bestimmen. Und ab dieser Höhe hängt der Rover unter einem System namens Skycrane, das auch schon für die Curiosity-Landung benutzt wurde. Das kann man sich vorstellen wie ein Jetpack auf dem Rücken des Rovers, ausgerüstet mit 8 Bremstriebwerken, die nach unten zeigen und die dementsprechend den Fall weiter abbremsen werden. Während der Rover unter diesem Skycrane hängt, muss er auch sein Fahrwerk ausfahren, denn er muss bei der Landung sofort sicher auf dem Boden stehen können. Und dann wird ab einer Höhe von ungefähr 10 bis 20 Metern wird dieser Skycrane mit dem Rover unten drunter nur noch über der Oberfläche schweben. Und dann wird der Rover an 3 langen Seilen langsam und vorsichtig auf die Oberfläche abgesetzt, bis er auf seinen eigenen 6 Rädern steht. Sobald er sicher auf seinen eigenen 6 Rädern steht, müssen diese 3 Seile, an denen der Rover abgelassen wurde, gekappt werden, damit der Skycrane zur Seite wegfliegen und sicher in sicherer Entfernung von dem Rover landen kann. Wir haben diverse Kameras auf dem Rover, insgesamt 23. Die Kamera, an der wir hauptsächlich hier im DLR beteiligt sind, ist die sogenannte Mastcam-Z. Das sind diese beiden Kameraaugen, die hier oben in zwei Meter Höhe auf dem Mast des Rovers angebracht sind. Weitere Kameras, die wir in wissenschaftlichen Instrumenten untergebracht haben, ist eine Kamera in dem sogenannten Supercam-Spektrometer, was auch hier oben sich auf dem Mast befindet. Und wir haben noch 2 weitere sehr hochauflösende Kontextkameras in einem UV-Raman-Spektrometer namens Sherlock und in einem Röntgenfluoreszenzspektrometer namens Pixel. Das Delta selbst hat einen Durchmesser von ungefähr 5 Kilometern und wurde von einem Fluss gespeist, der hier von links oben, also von Nordwesten, in den Krater eingemündet ist. Die Farben hier zeigen, dass die Oberfläche aus unterschiedlichen Materialien zusammengesetzt sind. Die Farben sind kontrastverstärkt, es sind also nicht die natürlichen Farben auf dem Mars. Sie dienen dazu, zu zeigen, wie divers die Landestelle ist. Deswegen ist sie ja ausgewählt worden, weil sie viel zu bieten hat. Lebensspuren würden wir nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand, also vor der Landung, am ehesten in den unteren Bereichen des Deltas erwarten. Warum? Dort glauben wir, die feinkörnigsten Sedimente entdeckt zu haben. Und das ist deswegen interessant für die Suche nach Leben, weil in feinkörnigem Material organische Verbindungen besonders gut erhalten werden können. Wir reden ja nicht über gegenwärtiges Leben, sondern über Leben, das vor sehr langer Zeit existiert haben würde. Der Rover hat einen kleinen Schlagbohrer an Bord und mit dem wird er tatsächlich Gesteinskerne aus den verschiedenen Materialien entnehmen. Diese kleinen Bohrkerne werden dann in diese Metallröhren hineingebracht, luftdicht versiegelt und dann in diesen großen Probebehälter gebracht. Wenn man eine hinreichende Menge an Proben eingesammelt hat, werden die auf dem Marsboden in einem sogenannten Depot abgelegt und werden dann dort jahrelang überdauern,
bis der nächste Rover kommt, der sogenannte Sample Fetch Rover. Der wird von NASA und ESA zusammen organisiert. Dieser Rover wird die Proben dann auf dem Marsboden abholen und mit einer kleinen Rakete in eine Umlaufbahn um den Mars schicken. Und dort werden sie dann in einer dritten Mission mit einem Manöver aufgesammelt und zur Erde zurückgebracht. Wir Menschen suchen nach Leben auf anderen Planeten, sei es der Mars, sei es die Eismonde oder auch Planeten um andere Sterne, um zu verstehen, ob wir wirklich der einzige Planet unter den Millionen von Planeten in unserer Milchstraße sind, auf dem sich Leben gebildet hat. Sind wir so einmalig und damit auch allein? Oder gibt es andere Lebewesen, die ähnlich wie wir Technologien entwickelt haben, die vielleicht auch nach anderem Leben im Weltall suchen? Wir bringen uns selbst in den Kontext von anderen Biosphären und anderen Lebewesen.